Vielen herzlichen Dank dem Familienverband Lingenau für die Einladung. Ich sage einfach oh, grüß Gott und herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass ich wieder den Abend über Cincinnati reden darf mit der Ilse Freisel zusammen. Uns verbindet wirklich so eine gemeinsame Liebe, kann man sagen. Und wie alles, was einem einfach sehr am Herzen liegt, da können verschiedene Projekte entstanden. Und dieses Buch, über das wir heute noch mehr hören werden, ist in meinen Augen etwas ganz, ganz, ganz Kostbares und wirklich ein Herzensprojekt geworden. Ich möchte gleich am Anfang schon sagen, Ilse, vielen, vielen herzlichen Dank, dass du das so schön gemacht hast. Ja, ihr seht, wir sind jetzt diese Runde für 12 Personen. Herr hat das gerade vorhin mit der Margit besprochen, also der Postel sind auch nicht mehr geworden. Mehr gewesen und das ist auch jetzt Großes daraus entstanden. Wer weiß, wo wir heute einen Meilenstein setzen. Ja, für die, die mich noch nicht kennen, ich komme über dem Jordan derart, nämlich für Eck. Und lebe dort mit meiner Familie und habe seit 15 Jahren meine Strömpraxis, wo ich eben Ströme anbiete. Und das hat sich wirklich so im Laufe der Zeit entwickelt. Aus meinen ersten Erfahrungen, ich habe zwischenzeitlich zwei Töchter, die erwachsen sind und die sind praktisch auch mit Cincinnati oder wie man im Deutsch einfach sagt, mit Strömen aufgewachsen. Und ich kann wirklich mit Fug und Recht behaupten, es hat viele Situationen gegeben, wo uns das sehr geholfen hat, bei kleineren Malören, aber auch wirklich bei großen Themen, wo ich mir im Nachhinein gesagt habe, was hätte ich da sonst gemacht? Das hat mir natürlich alles dient, diese persönlichen Erfahrungen in meiner Familie, dass ich natürlich auch gut auf die Leute eingehen kann, die zu mir in die Praxis kommt. Da ist die Bandbreite von bis und das ist darum einfach auch so interessant in meinem Beruf als Cincinnati-Praktikerin. Wenn ich es gerade kurz so erläutere, da, also der Anfang machen vielleicht Paare, die einen Kinderwunsch haben. Und wenn das dann wirklich so sein soll, dass die Frau dann schwanger wird, die Begleitung zum Beispiel von einer schwangeren Frau ist für mich alles wieder ganz kostbar. Weil im Prinzip streue ich wirklich da zwei. Es sind einfach heilige Momente, so darf ich das nennen. Und gerade letzte Woche ist wieder ein Ström-Baby auf die Welt gekommen und es ist einfach, ich fühle mich dann wie Ström-Tante. Also irgendwie. Ja, irgendwie kommt man ein Stück dazu. Dann ist natürlich Ströme, kann sehr begleitend sind in diesen Babyjahren, in diesen Kinderjahren, wird dann oft auch im Kindergarten irgendwie integriert, all das, was so mit den Schulthemen zusammenhängt. Und ich glaube, da wissen wir auch schon alle Bescheid, solche Themen gibt es viele. Ist also auch wieder so dieses sich selber spüren, selber Verantwortung übernehmen, sich selber wieder auf sich selber vertrauen können, etwas ganz, ganz Großartiges. Dann gibt es eine Lücke, weil zwischen 15 und 25 scheint er besonders zum Drasin. Also dort haben die allerwenigsten, die in diese Altersgruppe einfallen, meine Töchter liegen auch nicht mehr verliegen momentan, ist nicht so ihr Ding. Ja, und dann fährt es halt schon wieder an, so wenn man sich Richtung Familie dann langsam orientiert, eigentlich fährt es wieder von vorne an. Und meine Ältesten, Klienten, die zu mir kommen, das ist ein Ehepaar, die sind zwischenzeitlich beide 83. Und zuerst ist der Mann bloß geströmt und dann ist die Frau auch dazugekommen. Und das Erste, was sie zu mir gesagt hat, ist gesehen, was hat sie gesagt? Du tust Josef einfach gut. Das ist abgegangen wie Öl. Und er denkt, solch eine Aussage von einer Frau, die einfach schon ein Leben lang neben deren Mann sich so verbunden fühlt und eine Veränderung spürt und spürt, das tut ihm gut, diese Offenheit her, zum jetzt mit sich jetzt neu befassen, das tut mir einfach großartig. Und vielleicht geht es ein paar auch da, dass sie Ströme einfach noch nicht kennen und dazu vielleicht ein paar kurze Ausführungen. Daniela, du hast es super gemacht mit der Aussprache, also römischer Orser, ich ein halbes Jahr lang gebraucht, bis ich das ohne Stotter über die Lippen gebracht habe. Und dieses Cincinnati ist nämlich japanisch. Ja, also wer spricht für uns sonst noch fließend japanisch? Keiner, ich auch nicht. Das sind meine einzigen drei Worte. Sayonara könnte ich vielleicht, aber da kommt schon nicht so wahnsinnig durch.
Und wenn wir uns einmal anschauen, was das überhaupt bedeutet, kommen wir nämlich gleich wieder einen Schritt weiter. Wir fangen mit dem Jutsu an. Jutsu heißt auf Japanisch, dass es eine Kunst, dass es sich um eine Kunst handelt. Shin, das beschreibt den Schöpfer oder den Schöpfergeist. Und Jin, das ist das japanische Wort für den Menschen. Und zwar für den bewussten Menschen, für den mitfühlenden Menschen. Und somit kann man das so ganz frei übersetzen. Jinjinjutsu ist die Kunst, die den Geist des Schöpfers integriert und eigentlich benutzt für den wissenden und mitfühlenden Menschen, dass er also wirklich in seine volle Kraft kommt. Das Ganze ist einfach eine Energiemethode, weil es da in erster Linie darum geht, um unsere Lebensenergie, die in unsichtbaren Bahnen durch den Körper fließt, um die im Laufen zu halten. Das ist um und auf. Energie muss fließen. Wenn das aus irgendwelchen Gründen nicht der Fall ist, ja, dann merkt man das ziemlich bald, dass es irgendwo anfängt zu haken. Entweder mit einem ganz vollen Kopf, wenn man so sagt, ich weiß nicht mehr, wo man den Kopf steht. Oder wir spüren da durcheinander, da, ich zeige jetzt einfach den Bereich von meiner Brust, wir nennen das, es liegt mir was schwerer vom Herzen, oder es tut mir der Seele dann weh, das ist dann so diese Aussage. Und die dritte Ebene, wo man diese nicht mehr fließende Energie auch als Blockaden und Spannungen spürt, ist, wenn es im körperlichen Bereich noch so zwickt und zwackt. Also spätestens, wenn alle drei zusammen konnten, wärst du mal, jetzt ist 5:12, es ist also wirklich Handlungsbedarf da und kann also dann wirklich hier und da ganz, ganz wichtig sein, dass es da Unterstützung gibt, weil wenn unser Energiesystem wirklich nicht mehr im Lot ist über längere Zeit, können da außer massive Blockaden und wirklich auch Krankheiten erwachsen. Jinjinjutsu ist somit wirklich als Ganzheitliches. Es verbindet den Körper mit dem inneren Leben, ob man das dann Seele nennt, Geist nennt, es ist immer dasselbe gedacht, das Sichtbare mit dem Unsichtbaren. Und aus dem Muster schöpfen wir eigentlich unsere Kraft, wenn wir wirklich die Verbindung spüren, wie wir eins sind. Jetzt, das kennen wir auch, das ist irgendwie ein Zustand, der sehr selten ist. Wünschenswert, aber noch einmal sehr selten. Öfters merken wir, wie wir von uns selber getrennt sind. Ich nehme so ein Beispiel aus der Familie, irgendwas oder irgendwer nervt und das geht jetzt einfach schon eine Zeit lang und irgendwann geht man einfach den Hut durch. Und ich lasse einen Brüll los. Im selben Moment fährt es mich schon wieder an zum Reuen und ich denke, ach, warum hast du das müssen sagen? Das hätte es jetzt eigentlich nicht gebraucht. Das sind solche Dinge, wo ich merke, ich bin einfach nicht mehr im Lot. Ich bin nicht mehr wirklich in meiner Mitte. Und das sind Kleinigkeiten. Aber es gibt auch die Situationen, wo man merkt, wie man einfach von Energien, die uns im Außen begegnen, wie man von denen beeinflusst wird. Ganz stark das Wetter. Wie oft sagt man, ich habe den Schnee gemerkt oder ich habe von dem Führen, wo gerade die letzten Tage sind, kriege ich grüßele Kopfe und Migräne. Ich merke, wie mir meine Narben wieder wehtun, weil ein Wetterumschwung vor der Tür steht. Also auch da, man spürt wirklich, in welcher Beziehung, dass man mit diesen Energien steht. Und beim Jinjinjutsu geht es darum, dass wir uns dessen bewusst sind, dass es da eine Beziehung gibt. Und natürlich dann auch Möglichkeiten finden, wie wir das nutzen können. Das ist also wirklich das ganz, ganz Große beim Jinjinjutsu. Es geht also in erster Linie nicht so sehr darum, dass irgendwelche Symptome oder Beschwerden so schnell einmal weg sind, sondern dass man zur Ursache kommt. Und warum ist das immer wieder? Warum taucht das auf? Wie hat gestern jemand gesagt, Jinjinjutsu ist keine Kopfwehtablette, die man einfach so hinwirft. Und er muss sagen, ja, hast du eigentlich gut erklärt. Daneben haben wir trotzdem alle wieder Möglichkeiten, nur in akuten Situationen wirklich da sofort eingreifen, damit sich dieses Energiesystem wieder dreien kann, damit diese Talfahrt, was sich da ankündigt, weil irgendwelche Faktoren zusammenkommt, damit man da wirklich möglichst geschwind wieder in diesen Normalzustand kommt. Ich darf da vielleicht gerade Andrea, meine Kollegin aus dem Klostertal, extra angereist.
Als Beispiel nie, also gerade gefragt, Andrea, was hast du mit deinem Finger gemacht? Ja, geschnürt halt, wie es ist, neues Messer, haut unwahrscheinlich gut, eben auch durch Fingernägel durch. Oder? Ja, sie hat sich jetzt da der linke Hand verletzt. Und wenn wir beim Strömer den irgendwann einmal kennengelernt haben, wir können außer Blut stoppen, einfach durch die Kraft der Energie, die in unseren Handflächen fließt, ist das eine gute Möglichkeit, um einfach mit dem rechten Finger diesen verletzten linken Finger zu heben. Und das ist dann solche, das sind wirklich Erstmaßnahmen. Das ist die erste Hilfe, wo ich weiß, ha, Gott sei Dank habe ich irgendwas zur Hand. Und solche Tipps, solche Möglichkeiten gibt es ganz, ganz viele. Und nochmals, in der Familie gibt es sehr viele Möglichkeiten und Notwendigkeiten, wie man das anwenden kann. Beim Jinjinjutsu haben wir verschiedene Möglichkeiten, um eben diese Energieströmungen zu unterstützen. Und ich habe da oberhalb ein Plakat angeklemmt, wo ein Mäntel aufgezeichnet ist, Vorderseite, Hinterseite, und da sind überall so rote Stellen eingezeichnet, die nummeriert sind. Das sind unsere Energiezonen, die Handteller groß sind, die wirklich über den ganzen Körper verteilt sind. Und wenn man die berührt, also ganz sanft, ganz einfach, dann bewirkt es auch wieder durch die Kraft in unseren Händen, damit dieser Energiefluss zwischen diesen Energieschlössern wieder zum Fließen kommt. Also auch etwas, was man schon ganz oft gemacht haben, aber kein Mensch hat daran gedacht, dass man da strömt. Ich sage gleich mal ein Beispiel. Wo greifen wir an, wenn wir den Autoschlüssel suchen? Wie tun wir da? Mensch, wo ist der? Ich habe niemanden gesehen, der gesagt hat, wo haben Sie den Autoschlüssel angegeben? Ist auch ein sehr gutes Energieschloss, aber halt weniger fürs Gedächtnis. Oder? Der Gedächtnispunkt oder die Gedächtnisenergie können wir da wirklich aktivieren. Anderes Beispiel. Wie tun Kind, wenn sie müde sind, sie kommen hoch, man sollte jetzt gerade noch essen, wie hocken sie denn zum Tisch? Genau, sie stützen entweder so auf, sind so halb weggedriftet und oder hocken auf die Füße. Wer Kinder hat, kennt das sicher. Was sagen wir denn zuerst? Genau. Also bitte in Zukunft die Weisheit der Kinder loben und sagen, bleib einfach so ruhig sitzen, das tut dir unwahrscheinlich gut. Das ist auch so, da der Wangenknochen, der unterstützt es, wenn der Kopf einfach voll ist. Wenn man das jetzt schon mal wieder, was über uns ihr geflutet ist, verdauen müssen. Ganze Kunft zurück aus der Schule, oh, man hat so viel geredet, man hat so viel gemacht, dass man dann einfach so da hockt, tut einem wirklich gut. Zwischenzeitlich gibt es einfach auch schon Lehrer, die merken, jawohl, jetzt ist im Moment die Klasse einfach gesättigt und sagt, bitte die nächsten 5 Minuten so die Hände aufstützen. Also es geht auch da wieder, ich kann das sehr bewusst einsetzen. Denn wie es gesagt hat, ich kann entweder auf die Füße hocken oder ich schiebe meine Hände einfach so drunter und hocke auf meine Hände. Auch das ist eine gute Möglichkeit, damit ich wieder neue Energie kriege und ich spüre, jawohl, die Müdigkeit geht wieder weg und ich habe wieder Schwung für das Restliche, was der Tag bringt. Auch da sehr einfache Möglichkeiten, aber sehr, sehr wichtig. Und über diese Energieschlösser können wir wirklich sehr, sehr viel erzählen. Wie ich ja gesagt habe, zu mir kommen noch viele Kinder zum Strömen und mir ist es so wichtig, dass sie halbwegs ein bisschen eine Vorstellung haben, was da geschieht, was ich da versucht, bei ihnen zum in die Wege leiten. Und ich erkläre ihnen immer das sind Ampeln. Und jedes Kind weiß, was eine rote Ampel bewirkt, nämlich Stau. Und dann kommt noch ein Auto und dann kommt noch eins und der Stau wird immer länger, immer größer. Das, ab 3 Jahren können Sie das gut beschreiben. Ja, und wenn der Mini-Frau kommt und wie löst sich dieser Stau auf, wissen Sie es auch automatisch, die Ampel muss auf grün schalten und dann ist die Bewegung wieder da, dass die Straße frei ist und der Stau löst sich auf. Und nichts anderes passiert beim Strömen. Es kommt ab und zu vor, dass sich dann Großeltern ankündigen oder anmelden für einen Strömtermin, weil ihre Enkel so begeistert sind. Und dann heißt das, weißt du, die Frau möchte ja mal kennenlernen.
wo unsere Enkelin so gerne hingeht. Und dann kommt dieser, das ist passiert, das ist gerade lange noch, oder? Der Opa zu mir und hat gesagt, ja, meine Enkelin sowieso hat mir das erzählt. Und sie hat gesagt, ich soll gleich fragen, ob ich rote oder grüne Ampeln habe. Also auch da hat es mir gesagt, also wirklich diese Schülerin, die hat das Prinzip total verstanden. Und zwar so, dass sie es sogar weitergehen kann. Und so haben wir natürlich gleich können, wirklich da gut miteinander zu arbeiten, wenn einfach so viel Interesse da ist, um sich einmal das anzuschauen, wie man das bewerkstelligen könnte. Strömer kennt einfach mehrere Möglichkeiten, entweder dass man die einzeln haben oder so eine Abfolge, dass es wirklich so eine Ordnung gibt, wie man die nacheinander strömt. Es hat dann natürlich auch wieder Auswirkungen, dass, wenn man wegkommt von den körperlichen Symptomen, wie ich wirklich immer mehr in meine Kraft komme. Und das spüren wir selber, wenn wir wirklich in unserer Kraft sind, weil dann sind wir selbstbewusster. Dann spüren wir unser Selbstvertrauen und wir können sagen, wir haben so wirklich die Dinge im Griff. Ich meine jetzt nicht, dass wir die krampfhaft haben, sondern wir können mitgehen, was der Tag so bringt, was die Woche so bringt. Und das ist, glaube ich, eine der größten Herausforderungen momentan, dass man wirklich mit diesen Veränderungen, die überall passieren, dass man da auch wirklich mitgehen können, ohne uns in dem verlieren. Und auch ohne, dass wir uns da ausfransen, will man fast verbluten, will man nicht wissen, wo eine zählt, für was entscheiden wir, was ist wesentlich und was ist unwesentlich. Und auch, was ist sicher, unser Kind geht es genau gleich. Und auch da, was sie an Angeboten haben, das ist eine Flut, die man wirklich zuerst mal bewältigen muss. Und sie tun sich viel, viel leichter, wenn sie auch in sich selber diese Entscheidungskraft entdecken, was ist meins, was mag ich gern, was tut mir wohl. Und je früher das Kind einfach Strömer kennenlernt, ich glaube, es ist ein ganz, ganz großes Geschenk. Dass Energien, unsichtbare Energien einfach immer im Raum sind, ein Beispiel, vielleicht ist es so heute so gewesen, wer vielleicht ein kleineres Kind hat, hat denkt, ja, hoffentlich laufen sie denn, weil dann kann er um 5 Uhr spätestens aus dem Haus. Natürlich machen die Kinder genau das fein brav, was wir für ihnen erwarten, unausgesprochen, weil sie sollten ja nicht merken, dass Mama noch abdampft. Aber genau dann muss man nochmal Kugelärzt fragen, muss nochmal ins Bad, muss nochmal aufs Klo, muss nochmal Zähne putzen. Es ist einfach, als ob sie es schmecken, wie wir so schön sagen. Und das ist auch so. Wenn irgendwie so eine Unruhe reinkommt, es verändert die Stimmung, die Atmosphäre in der Familie. Und je ruhiger das ich dann einfach als Mama bleiben kann, umso mehr diene ich dieser Situation, dass das wirklich so ruhig und gelassen abläuft, wie nur irgendwie möglich. Überhaupt, ich finde, dass Gelassenheit ein ganz großes Stichwort ist, wo wir mit dem Strömer kriegen können. Neben diesen alltäglichen Dingen passiert es natürlich auch, dass ich Leute begleite, die durch längere Zeit verschiedene Therapien in Anspruch nehmen, weil sie in einer größeren Gesundheitskrise sind. Oder Menschen auch, die sich in einer Lebenskrise befinden, die sagen, mir fehlt das einfach an Orientierung. Ich habe so große Aufgaben zu bewältigen und ich bin mir im Moment gerne klar, wie ich das auf die Reihe bringen sollte. Also auch da gibt es alle wieder ganz, ganz große Herausforderungen. Und je früher das man spürt, wie man diese Kraft, diese Lebenskraft nutzen kann, dass ich wirklich in meiner Mitte blieb, umso leichter tue ich mir natürlich auch, wenn es denn solche wirklich herausfordernden Momente gibt, wo ich sagen muss, boah, jetzt brauche ich einfach auf Erz, was ich zurückgreifen kann, wo ich Vertrauen habe, wo ich weiß, das hat mir schon mal geholfen. In so einer außergewöhnlichen Situation, sich dann irgendwie nachher zu orientieren, verschiedene Dinge ausprobieren, da langt die Himmelkraft nicht mehr. Oder man sagt, das ist mir im Moment einfach zu viel, das mag eine gute Sache sein, aber im Moment kann ich nicht. Ich lade alle wieder die Leute ein, dass sie das einfach mal kennenlernen und sie sind dann auch sehr interessiert. Ja, dann kommt der Satz, weißt du, ich würde schon kommen, aber mir fehlt eigentlich gar nichts. Jinjinjutsu kann man ja aber auch in guten Zeiten machen, dass es einem weiterhin wohl ist und dass man weiterhin gestärkt ist in der Mitte.
Was jedes Mal passiert, wenn man sich strömt, ist, dass die Selbstheilungskräfte zum Beispiel angekurbelt werden. Und gerade nach dem Winter, es wird es länger noch nicht anders gesehen sein als der Eck, wo es also wirklich grippemäßig scharf zugegangen ist. Ja, muss man wirklich auf Holz klopfen, wenn man sieht, ich habe den Winter gut überstanden. Also auch diese körperlichen Abwehrkräfte, die haben alle wieder sonst den Wert, dass man da gut dazu schaut. Und nochmal möchte ich zurückkommen auf diese innere Gelassenheit, auf diese innere Balance, wo man kriegen können, wenn man spürt, es gibt da jetzt, wo ich angebunden bin, eine Kraft, die mich durchs Leben dreht, wo ich wirklich spüre, auf die kann ich mich verlangen. Das hat, wie es auch da der Name sagt, wirklich mit der Göttlichem zu tun. Und das ist eine angeborene Lebensquelle, mit der wir alle verbunden sind. Und das finde ich einfach auch das Schöne, wie man da alle wieder sich diesen Zugang vertiefen kann. Ja, haben wir bis dahin Fragen? Gut. Was mich alle wieder auch so fasziniert beim Strömen, ist diese Einfachheit. Ganz ein großer Teil von dem, was da möglich ist, kann man auch als Selbsthilfe bei sich selber anwenden. Und das hat einfach Dilsi auch wieder so toll in ihrem Luca-Kinderbuch dargestellt, mit welcher Leichtigkeit und wie spielerisch, dass man das uns selber da eignen können oder aber unseren Kindern mitgehen können. Und vielleicht könnt ihr euch erinnern, es hat doch vor ein paar Jahren diese Kampagne hier vom Land Kinder stark machen. Und ich finde, das ist jetzt, wo wirklich die Sache total den Nagel auf den Kopf trifft. Genau um das geht es, die unsere Kinder so vorbereiten, dass sie das, was das Leben von ihnen erwartet, die Aufgaben, die ihnen das Leben stellt, dass sie da stark sich fühlen, um die Herausforderung anzunehmen. Und in meinen Augen ist da einfach Ström auch ganz eine gute Möglichkeit, um das auch in der Richtung zu begleiten, dass sie ihre Stärken kennenlernen, dass sie wissen, wie sie sich verhalten können, wenn sie merken, dass ihre Gefühle mit denen durchgehen, wenn sie wieder aufbrausend sind, die Wut, der Zorn sie übermannen will oder sie einfach aus ihrer Angst raus, sich fast nicht loslösen können, ob es denn von Mamas Rockzipfel ist oder sonst von jemandem weg. Da geht es einfach beim Strömen alle wieder Möglichkeiten, ganz spielerisch, wie ich das unterstützen kann. Sehr dienlich dazu sind unsere fünf Finger. So einfach, wie er so klingt, es ist einfach genial, dass wir über alle Finger, die wir haben, einen Zugang haben zu allen Körperfunktionen. Also alle Organe werden unterstützt, alle Körperschichten werden energetisiert. Und zugleich auch bringen wir aber unseren Gefühle, unsere Emotionen wirklich, wie man so schön sagt, im Griff. Wir können das unterstützen, dass wir unserer Angst nicht alle zu ausgeliefert sind, dass der Zorn uns nicht ständig aus unserer Mitte raus erzählt, dass wir nicht nur an voller Kopf haben von lauter Sorgen und Kummer, die wir uns machen. Das sind einfach viele so Muster, die einfach schon sehr uns prägend, ohne dass man es eigentlich selber meinen, beeinflussen zum können. Und trotzdem ist es die Möglichkeit, um da mit der Zeit der Veränderung einzubringen. Was einfach auch wieder so wohltuend ist, wenn ich diese Einfachheit einmal kennengelernt habe, dann kann ich alle dazu zurückgreifen. Ganz oft werde ich dann gefragt, ja, und was ist jetzt der Unterschied, wenn mache ich es selber und wenn komme ich zum Beispiel zu dir in die Strömpraxis? Ich vergleiche das gern mit einem Friseurbesuch. Ich kann es irgendwie auch, wenn es Sinn muss, mir ein bisschen aufmotzen und ein bisschen steilen. Aber wenn ich wirklich mich wieder mal so gut fühlen will und ich brauche einen guten Schnitt, also dann komme ich an einem Friseurbesuch einfach nicht vorbei, weil es die Fachperson ist. Und beim Strömen ist es ganz ähnlich. Also auch da kann ich mir einfach viel Rat holen, kann mir viele Tipps abholen, was steht für mich momentan an, was unterstützt meine Gesundheit, was ist für mich im Moment das, was man mit dem Strömen am besten weiterhelfen könnte. Und auch da wieder, dass es wirklich viele Möglichkeiten für sich selber gibt, zeigt man mal, wie unabhängig das ich sein kann. Ich bin da fast, oder eigentlich gar nicht auf jemanden angewiesen.
Ich glaube, gerade uns Vorarlbergern oder uns Wäldern liegt diese Unabhängigkeit sehr am Herzen. Und ich bin wirklich in vielen Situationen in der Lage, zu mir oder zum anderen helfen. Das Beispiel von der Andrea mit dem verletzten Finger ist jetzt nur erst, was sie selber bei sich tun hat können. Aber genauso kann ich denn das anwenden, wenn sich sonst jemand vielleicht ganz plötzlich verletzt. Drum, es gibt einfach wirklich viele, viele, viele Möglichkeiten, um unsere Energien wieder ins Lot zu bringen. Ja, ich habe auch ganz tolle Erfahrungen dürfen machen, wenn ich in der Schule über Strömung geredet habe oder auch im Kindergarten das vorgestellt habe. Mit dem Buch, wo Ilse da geschrieben hat, hat sie einfach Kinder können genau dort abholen, wo sie sind. Die brauchen weniger so dieses theoretische Erklären, ob das Ampeln sind, die rot oder grün sind. Bei ihnen geht das mehr spielerisch. Und wenn das einfach nur so schön zum Hören ist, auch durch die Melodien, wie das vertont worden ist, das ganze Buch, macht das einfach unwahrscheinlich viel Freude. Und wo das rausgekommen ist, haben wir natürlich dann auch gleich so ein Buch zugelegt. Und meine Tochter, damals in den Vorbereitungen zur Matura, hat sich die CD gleich einmal geschnappt und hat gesagt, Mama, ich lasse die 2 Stunden lang. Ich merke einfach, ich werde nicht müde. Ja, somit ist das also für große und für kleine Kinder. Ja, bis daher wäre ich, glaube ich, mit meiner Zeit ganz gut im Rahmen. Habt ihr noch irgendwelche Fragen zum Strömen? Sehr gute Frage. Wenn man sich zum Beispiel jetzt mit den Fingern behelfen will, dann hebt man einfach jeden Finger so ungefähr 4-5 Minuten. Kürzer wird es dann meistens automatisch. Und ab einer gewissen Zeit spürt man, wie es da anfängt pulsieren, weil Energie hat einen Rhythmus, die bewegt sich. Und im ersten Moment bin ich mir dann nicht so sicher, ist der Finger oder die Hand, die da pulsiert. Es ist die Energie, die da wirklich in Bewegung kommt. Auch genauso, wenn die verschiedenen Energiestellen am Körper, sprich Ampeln, mir strömen, ist es ungefähr diese Zeit, aber ich kann auch gut über das rausgehen. Bei sich selber gibt es fast keine Regelungen, zeitlich schon gar nicht, wie ihr das machen sollt. Was natürlich eine sehr gute Möglichkeit ist, um da sich vertiefen, ist, wenn man mal vielleicht noch mehr Literatur sich zulädt, bitte nur ein Buch kaufen. Es gibt sehr, sehr viele Bücher auf dem Markt. Sich mit einem zuerst mal beschäftigen, das reicht vollkommen. Vielleicht wächst dann das Interesse, dass man das auch mal in einem Kurs genauer anschauen will. Der Vorteil vom Kurs ist, dass ich einfach zurückfragen kann. Das kann ich bei einem Buch nicht. Also da gibt es wirklich ganz viele Möglichkeiten. Gibt es sonst noch Fragen? Gut. Ja, Ilse? Dann würde ich sagen, ich würde mich freuen, wenn du über den Luca-Buch erzählst. Ja, ich darf euch auch alle ganz herzlich begrüßen. Schön, dass ihr gekommen seid. Und vielen Dank an Daniela für den Familienverband und an Carmen für die gesunde Gemeinde für die Einladung. Und euch fürs Kommen, fürs Interesse. Mein Name ist Ilse Freisel und ich wohne mit meinem Mann am Gerhard in Sateins im Walgau. Wir haben 4 erwachsene Kinder, Schwiegerkinder und inzwischen haben wir bereits 9 Enkele. Ich bin 15 Jahre an der Volksschule, habe Religion unterrichtet in Sateins. Und mit viel Freude, muss ich sagen. Und jetzt bin ich seit ein paar Jahren in Pension. Ich schicke das immer voraus, weil das eigentlich der Grund ist, warum mein Kinderbuch entstanden ist. Angefangen hat alles mit einem Selbsthilfeseminar, wie Teddy gesagt hat, wo man dann einfach einen Einblick kriegt. Ich habe vorher ein bisschen von Shinshinjutsu gehört, so vage Vorstellungen gehabt, was es ist. Ich habe auch ein Buch daheim gehabt, aber ich habe einfach wollen, so das Direkte, das Praktische auch und eben das Fragen können und Antworten kriegen. Und das habe ich in einem Selbsthilfeseminar gemacht. Ich habe es mit meiner Freundin zusammen besucht. Und da hat uns die Maria Anna Zünd, die
unsere Selbsthilfelehrerin war, hat uns die Kunst des Shinshin-Jutsu näher gebracht. Und ich bin fasziniert gewesen damals und ich bin es heute noch mehr. Und zwar hat mich fasziniert die Einfachheit und die Wirksamkeit von Shinshin-Jutsu. Durch meine Erfahrungen als Mama und Oma und auch als Pädagogin habe ich natürlich gleich an Kinder gedacht und in erster Linie an unsere Enkele. Und habe aber auch von der Schule her die Erfahrung, dass man einfach irgendwie etwas braucht, wie bei Teddy gesagt hat, um Kinder wieder in die Mitte zu führen, um entweder, wenn sie ausflippen, zum Aha bringen oder wenn sie schon down sind, zum wieder motivieren, zum aufkommen. Und ich habe einfach in dem Shinshin-Jutsu so eine große Chance und ein großes Potenzial, gerade auch für Kinder gesehen. Ich kenne ihre Ängste, wenn sie die Kleinen und die Großen, ich kenne ihr Bauchweh am Morgen, wenn sie manchmal schon mit Bauchweh in die Schule gekommen sind, weil sie sich Sorgen machen, ihre Wut, wenn sie irgendwo sich ausgeschlossen fühlen, nicht dabei sein dürfen. Auch ihre Probleme mit konzentrieren können, so lange sitzen können, die kleinen Zappel Philips oder auch ihre Trauer, wenn etwas daneben geht. Ihr Bemühen, alles richtig machen zu wollen. Und ich habe dann auch gesehen, wie sich Eltern bemühen und oft verzweifelt bemühen, auch Pädagogen, Pädagoginnen, deren Kinder zu helfen. Und oft einmal griff man schon zu Tabletten, zu Medikamenten, auch schon im Volksschulalter und vielleicht sogar schon früher, das weiß ich nicht, ich bin in der Schule gesehen. Also Kindergärtnerin nicht. Und das ist für mich also wirklich alarmierend gewesen. Shinshin-Jutsu geht da ein völlig anderer Weg. Durch sanfte Berührungen an verschiedenen Körperpunkten, wie Teddy schon ausgeführt hat an unserem Körper, durch einfaches Heben von den Fingern, können unsere in uns wohnenden Selbstheilungskräfte aktiviert, gefördert, gestärkt werden. Und weil das meinem eigenen Denken so entgegenkommt, hat es mir wahrscheinlich gleich angesprochen. Ich bin ganz fest überzeugt, dass alles, was wir zum geglückten Leben brauchen, in uns angelegt ist. Von Anfang an. Wir sind ein Teil des Universums, ein Teil der Schöpfung und alles, was im Universum ist, ist ja in uns. Und es ist vom Schöpfer angelegt von Anfang an. Dass es aber eben oft durch äußere oder innere Umstände Blockaden gibt und dass dann die Energie nur richtig fließen kann und dass wir dann eben nur im Fluss sind, das spüren wir alle ab und zu. Und da hilft uns eben Shinshin-Jutsu auf ganz einfache und wirksame Weise. Ich habe dann bei dem Selbsthilfeseminar gedacht, ich brauche ein Buch für Denkile. Ich habe sehr wahnsinnig gerne Bücher, habe der Kind immer vorgelesen, liest der Enkele vor. Und so bin ich auf den Weg gegangen und habe ein Buch gesucht. Und ich habe keins gefunden, was mir gefallen hat. Und dann sieht meine Freundin eben, wo mitgegangen ist, dann schrieb halt sehr las. Ja, der Gedanke hat mir dann nur losgelassen. Es ist dann zwar noch eine Weile gegangen, bis ich mich daran getraut habe, aber eines Tages habe ich angefangen und habe ein Gedicht geschrieben. Kinder lieben einfach Reime und sie merken sich dadurch auch Inhalte auf spielerische Art und Weise. Wir können wahrscheinlich alle noch Gedichte aus der Kindheit. Das bleibt einfach. Und so habe ich dir Gedichte gemacht. Hast du der Maria Anna gesagt, dass es also auch fachlich auf guter Fürs steht und hat dann ein paar kleine Änderungen gebraucht und dann hat es gepasst. Dann hat es eine Kindergärtnerin ausprobiert im Kindergarten mit ihren Kindern und sie hat gesagt, super, der Kind taugt es, das passt. Ja, und dann habe ich gedacht, Texte habe ich jetzt, aber ein Kinderbuch braucht einfach Bilder. Und so bin ich durch einen Mann, also durch einen Schwager, bin ich zum Erich Bieri in Schaan gekommen. Der Erich Bieri ist Karikaturist und Porträtzeichner. Und ich glaube, er hat mit viel Einfühlungsvermögen also
die oder den kleinen Luca zeichnet. Luca haben wir es genannt, weil wir, also ich kenne Buben und Mädchen, die Luca heißen. Das gilt also für beide. Und auch bei der Illustration ist mir wichtig, dass sich Mädchen und Buben den finden können. Dann ist zum Glück unsere Schwiegertochter, also eine von unserer Schwiegertöchter ist Grafikerin und die hat übernommen, dass sie das Layout macht. Und sie hat sehr viel Kind, sie weiß, was ein gutes Kinderbuch braucht. Und ich glaube, sie hat es ganz professionell und so mit Liebe zum Detail auch gemacht. Dann haben wir gesagt, jetzt wäre es halt noch schön, wenn man die Texte vertonen könnte und wenn man es mit Musik unterlegen könnte, weil es noch einmal eine andere Dimension für Kinder öffnet. Und wieder durch unsere Doris sind wir zu Barbara Böhnig gekommen. Die ist in Thüringen Musikpädagogin. Und was ganz schön ist, sie ist schon viele Jahre begeisterte Strömerin. Sie hat also Shinshinshutsu kennt und hat so noch einmal mit Herzblut ist sie an die Sache herangegangen. Sie hat dann komponiert die Lieder für Klavier, Flöte und Giga und singt die, also die Texte mit ihrer Tochter Nora zum Teil zusammen. Und so ist so ein gelungenes Ganzes entstanden. Es hat einige Zeit gebraucht, aber es ist fertig geworden. Dass es dann auch die Anerkennung von Shinshinshutsu in Scottsdale also gekriegt hat, wo der Ursprung ist von der Mary Burmeister. Ja, Teddy hat, aber das sollte besser du da sagen. Es ist ja japanisch, es hat also ein Japaner nicht erfunden, sondern wiederentdeckt. Es ist eine alte Kunst, es ist altes Wissen in uns. Und die Mary Burmeister hat es dann als seine Schülerin in den Westen gebracht. Und das Kinderbuch beruht auf der Basis von der Mary Burmeister. Und so hat das Kinderbuch auch die Anerkennung und die Empfehlung von Shinshinshutsu in Scottsdale gekriegt. Was natürlich ganz toll ist, gerade für Praktikerinnen, weil es einfach Wissen ist dort auf guter Fuß. Dass wir das Buch im Eigenverlag rausgebracht haben, mit Mau und ich, das haben wir eigentlich auch nicht im Sinn gehabt. Wir hätten ja noch einen Verlag gehabt, wo es rausgebracht hätte. Allerdings mit zunehmenden Gesprächen haben wir dann gemerkt, es wäre billig im Ausland gedruckt worden, es wäre nicht in der Qualität erschienen. Wir hätten kein Mitspracherecht, kein Gestaltungsrecht, also, und es wäre zu einem wesentlich höheren Preis rausgekommen. Und da wir in der Zwischenzeit schon gemerkt haben, also durch Osho, durch Präsentationen, wo wir erst anfangen, einen Prototyp hatten, also noch kein, nicht die fertigen Bücher, haben wir gesehen, dass es ankommt, dass es also eigentlich gesucht wird, gerade auch für Schulen, Kindergärten und Eltern natürlich, haben wir dann gesehen, doch, wir probieren es selber und wir nehmen es auf eigene Kosten und eigenes Risiko und haben es im eigenen Verlag rausgebracht. Inzwischen ist es in der zweiten Auflage und wir kriegen ganz, ganz viele schöne Rückmeldungen, was uns wirklich sehr freut. Von Eltern höre ich, also, dass es so zum Ritual am Abend geworden ist, miteinander ein bisschen kuscheln noch, Luca anschauen, dazu strömen oder Luca hören auf der CD und einfach gemeinsam dazu strömen. Von Kindergartenpädagoginnen oder Pädagoginnen in der Schule, Kindergarten und Schule, höre ich, dass es ganz gut zum Einbauen ist, im Morgenkreis oder zum Abschluss von der Turnstunde. In der Schule, wo Freiarbeit möglich ist, da können es Kinder selber rausnehmen, wenn es einfach da ist und die Möglichkeit Kinder haben. Von Hebammen, von Psychotherapeutinnen, also ganz viele Rückmeldungen kommt. Und auch von Menschen in der Altenpflege und auch von Menschen, die mit Behinderten arbeiten, sagen, wir können wunderbar mit dem Buch arbeiten. Gerade auch in der Altenpflege, die Menschen haben so viel Zeit und das Strömen, es ist so einfach, Gedichte lernen sie dazu oder einfach Musik und sie spüren, dass es gut tut zum Strömen.
Eine Mama hat mir erzählt, ihre Tochter ist 4 Jahre alt und sie liebt Luca. Und dann haben sie Besuch gekriegt und die Frau hat auch ein Kind mitgebracht und das ist so lästig und so laut und es hat einfach überhaupt nichts gepasst. Dann hat die Tochter an der Hand genommen, sie sind miteinander ins Zimmer, sie haben Luca CD eingelegt und sie haben miteinander geströmt. Oder eine Kindergartenpädagogin hat erzählt, sie sagen einfach am Schluss dann immer, jetzt räumen ihr euren Platz auf und dann sitzen wir im Kreis und dann machen wir den Abschlusskreis. Und ein Kind, also sie haben natürlich, muss immer dazu sagen, es ist wichtig, dass man zuerst das Buch einführt mit dem Kind, also dass man es gemeinsam anschaut, gemeinsam strömt, dass auch das Kind merkt, es ist der Mama wichtig, es ist dem Papa wichtig oder der Oma oder wem immer, aber dass man es mit dem Kind macht oder Kindergarten und Schule. Und die Pädagogin hat mal gesehen, sie haben also das Buch eingeführt, sie haben es miteinander geströmt. Und dann hat eines Tages, wo sie gesehen haben, bitte Platz aufräumen und in den Kreis sitzen, hat ein Kind seinen Platz aufgeräumt, hat eine CD eingelegt und ist in den Kreis geguckt und hat sich geströmt. Und alle Kinder haben es einfach nachgemacht, ohne dass irgendjemand etwas gesehen hat. Und am Schluss sind alle im Kreis gesessen und haben sich geströmt. Und sie hat gesagt, es ist so schön, weil das einfach vor der Kind selber kommt. Und sie machen das jetzt immer, es braucht gar keine Worte mehr. Am Schluss einfach holt das erste Kind, wo fertig ist, lädt sie die ein und alle strömen sich. Und ich denke, Kinder täten das nicht, wenn sie nicht spüren täten, wie gut das es ihnen tut. Solche Beispiele könnte man natürlich wahrscheinlich abendfüllend erzählen. Gell? Ja, in dem Fall kommen wir. Entschuldigung. Das Kinderbuch ist so aufgebaut, wie es angefangen hat. Ich habe es stellvertretend für alle Kinder unserem Enkelkind gewidmet. Also das Letzte, der Samuel, ist noch nicht drin, der ist noch zu klein. Dann kommt das Vorwort von der Maria Anna, die es verstanden hat, mich so sehr für Shinshinjutsu zu begeistern. Dann kommt das Kind Luca. Luca macht selbst Shinshinjutsu und es geht um Vertrauen, sich selbst, ins Leben, es findet mehr Ruhe, es macht mehr Spaß, es hat Mut und kann so im Balance durchs Leben gehen. Dann kommt der Zentralstrom und es gibt ganz viele, viele Ströme. Aber ich habe mich beschränkt auf zwei, die für mich jetzt die wichtigsten sind. Ich hoffe, ich sage jetzt. Der Zentralstrom, vielleicht seht ihr Teddy noch was dazu. Das ist einfach der Hauptstrom, der da am Körper läuft. Von einer Ahe hinten auf, so ein Oval, wo man immer. Und der versorgt eigentlich so den ganzen Körper. Zentralstrom und Fingerstrom. Wir haben unsere Finger, Gott sei Dank, immer dabei. Wir brauchen also kein Instrument und nichts dazu. Und die zwei Ströme, Teddy hat gesagt, wir müssen sie gute Zeit machen. Und ich denke, wenn wir anfangen, mit dem Kind das einfach regelmäßig zu machen, dann kriegen wir schon, bin ich überzeugt, viel weniger Probleme, Projekte oder wie man immer sieht, sondern weil eben das Kind schon viel mehr in der Mitte ist und viel mehr ausbalancieren kann und viel mehr aushaltet, auch was einfach kommt im Leben. Der Zentralstrom, jede Seite hat einen Text, ein Gedichtle und das passende Bild dazu. Und so gehen wir Schritt für Schritt durch den ganzen Körper. Wir werden es nachher miteinander machen. Ich hoffe, wir bleiben nicht nur wieder Theorie, sondern kann auch in Praxis. Das Buch hat eine starke Spiralbindung gekriegt, dass er so wirklich flach vor dem Kind liegt, wenn es beide Hände zum Strömen braucht. Es hat starke Sitterblätter gekriegt und wasserabweisende Deckblätter. Also es ist alltagstauglich. Es kann nur ruhig mal Wasser drüber rein. Also unsere Enkel haben es ausprobiert, es hat ausgehört. Also nicht bewusst, aber es ist passiert. Dann kommt der Fingerstrom. Dort ist jetzt grün unterlegt, dass es das Kind also gleich sehen, das fängt etwas Neues an. Und da wieder, jede Seite ein Gedichtle mit dem Refrain
und singe dazu. Und so geht es Schritt für Schritt. Alle fünf Finger. Und während, wenn das Kind noch Lust hat, also immer so viel, wie es dem Kind Spaß macht, dann kann man die zweite Hand noch dazu strömen. Und dann am Schluss Tenzema in der Handinnenfläche. Und das ist ganz wichtig. Dann kommt die Biografien, kurze, vor allen, die am Buch mitgeschafft haben. Und wer sich weiter in die vertiefen will, ist da die Literatur von der Mary Burmeister. Und da sind Adressen, Internetadressen, Vorarlberg, Österreich, Europa und Scottsdale. Also wer denn ganz weit noch weitergehen möchte. Aber ihr habt ja Praktikerinnen in der Nähe. Heidi ist ja nicht weit vom Schuss und da brauchen wir das gerne. Am Schluss noch als kleines Zuckerle, wie eine Mama gesehen hat, die CD. Und jetzt lädt ihr euch einladen, dass wir es ausprobieren. Beim Zentralstrom ist es einfach so, es ist das Gespräch von beiden Händen. Die ruhige, bequeme, rechte Hand, die am liebsten auf dem Kopf liegen bleibt, und die quirlige, unternehmungslustige, linke Hand, die sich auf ein Werk macht. Es sagt die rechte Hand zur linken Hand: Der Kopf, das ist mein Heimatland. Hier bleibe ich, hier will ich sitzen, denn ich mag nicht gerne schwitzen. Da sagt die linke Hand zur rechten Hand: Nein, das ist doch allerhand. Ich möchte von der Welt was sehen und werde drum spazieren gehen. Die Stirn, das ist der erste Schritt. Kommst du mit? Doch die rechte Hand sagt: Nein, ich bleibe hier. Da ist es fein. Wenn man es jetzt sieht mit dem Kind, kann man den Refrain zweimal sagen oder das Kind kann ihn einmal sagen, sodass man einfach noch ein bisschen länger bleibt. Für Erwachsene ist es sicher gut, wenn man ein bisschen länger bleibt. Bei den Kindern lange so, wie es zur CD ist. Schau, wie ich nun weiterflitz, gerade bis zur Nasenspitz. Wie ist so schön die Aussicht hier. Komm und setz dich her zu mir. Doch die rechte Hand sagt: Nein, ich bleibe hier. Da ist es fein. Doch die rechte Hand sagt: Nein, ich bleibe hier. Da ist es fein. Hoppla, gerade bin ich abgerutscht und ins Halsgrübchen hineingeflutscht. Ganz bequem lieg ich nun hier, sei kein Frosch und komm zu mir. Doch die rechte Hand sagt: Nein, ich bleibe hier, da ist es fein. Gut, dann wandere ich nun weiter, immer lustig, froh und heiter. Bleibe stehen, wo ich grad will, halte überm Herzen still. Doch die rechte Hand sagt: Nein, ich bleibe hier, da ist es fein. Nun purzle ich noch weiter runter, ei, da werde ich richtig munter, bleib in der Magengegend stehen, oh, wie ist die Welt so schön. Doch die rechte Hand sagt: Nein, ich bleibe hier, da ist es fein. Schon hüpfe ich jetzt auf den Bauch, da ist es lustig, komm doch auch, bist ja doch ein armer Tropf, wenn du liegst nur auf dem Kopf. Doch die rechte Hand sagt: Nein, ich bleibe hier, da ist es fein. Nun laufe ich zum Schambein schnell und bleibe sitzen auf der Stell. Nun bin ich schon von dir weit weg und du sitzt noch am selben Fleck. Oho, sagt da die rechte Hand, das ist nun wirklich allerhand. Doch pass mal auf, ich mach das so, sause runter gleich zum Po, bleib direkt am Steißbein stehen. Weiter mag ich nicht mehr gehen und ruf dir zu: Auf Wiedersehen, auf Wiedersehen, auf Wiedersehen. Und der Fingerstrom? Zwei Hände hast du, 10 Finger dran. Nun schau, was man da machen kann. Halt jeden Finger für kurze Zeit. Das macht dir Herz und Kopf bereit. Denk daran und hab nur Mut. Alles ist gut. Der Daumen hilft dir wieder lachen, tust du dir viele Sorgen machen. Schläfst du nicht ein vor lauter Kummer,
Er hilft dir zu sanftem Schlummer. Denk daran und hab nur Mut. Alles ist gut. Den Zeigefinger halt im Nu, schnürt dir oft Angst die Kehle zu. Er lässt den Atem wieder fließen. Du kannst das Leben neu genießen. Denk daran und hab nur Mut. Alles ist gut. Doch kommst du manchmal recht in Wut, halt den Mittelfinger, das tut gut. Er wandelt deine Wut in Kraft und etwas Neues daraus schafft. Denk daran und hab nur Mut, alles ist gut. Der Ringfinger ist ein Trösterlein, solltest du oft traurig sein. Spürst im Herzen du ein Sehnen, wischt er ab dir deine Tränen. Denk daran und hab nur Mut, alles ist gut. Der kleine Finger ist famos. Er sagt zu dir, du bist ganz groß. Steh zu dir und bleib dir treu. Das macht dich sicher, stark und frei. Denk daran und hab nur Mut. Alles ist gut. Kann man noch die zweite? Und dann zum Schluss noch, 1, 2, 3. Falt deine Hände und du bist frei. Ich wünsche dir viel Spaß und Freude. Jetzt ist Herz und Kopf bereit. Denk daran und hab nur Mut. Alles ist gut. Danke. Danke, dass wir so schön mitgemacht haben. Oder Refrain ist mir ganz wichtig. Es ist noch einmal eine Motivation, eine Ermutigung, was der Kind einfach gut tut. Mama hat mir gesagt, ich spüre direkt, wenn wir den Refrain wiederholen, wie es dem Kind gut tut. Alles ist gut. Oh, der Hauptzentralstrom, hat man mal gesehen, ist die Tonleiter vom hohen C bis zum tiefen C oder umgekehrt. Jeder Schritt ist also an eine Note. Und das ist auch ganz schön, weil in der CD, im Lied, ist also jeder Ton drin. Und das ist noch einmal eine zusätzliche Schwingung, oder wenn ich sagen soll, wenn das also dazu gesungen oder die Musik gehört wird. Ja. CD, genau. Jetzt noch die zweite, also das war jetzt der Zentralstrom und noch der Fingerstrom, ganz kurz. Somit wäre ich zum Schluss gekommen.
Wir haben heute Bücher da. Wer ein Buch möchte, kriegt es heute bei uns. Ein Buch samt CD kostet 19,90 Euro. Und es gibt so im Buchhandel, also Buchhandlung Brunner ist, glaube ich, da im Bregenzer Wald. Also hat so Amazon hat es auch. Ja, ich wünsche euch, dass es ausprobierend Shinshinjutsu wirkt. Außer man tut es nicht. Dann kann es nicht wirken. Aber wenn man es tut, dann wirkt es. Also wir haben ganz viele schöne Erfahrungen auch selber schon gemacht und sind darum auch ganz ja, überzeugt. Ich wünsche euch ebenfalls schöne Erfahrungen und mit Shinshinjutsu und wer das Buch möchte, mit dem Buch. Dankeschön.